Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von CS2. Wir sind heute mal wieder auf Mirage unterwegs und da haben wir ja eigentlich bis dato mal recht gute Erfahrungen gemacht. Sowohl was unsere Teammates als auch die Gegner angeht. Darum hoffe ich einfach mal, das geht so weiter. Und war das vielleicht gerade ein Zeichen, dass wir in der Intro-Sequenz eine Awe in der Hand hatten? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kaufen wir natürlich wie immer einmal Kevlar. Die Gegner haben alle einen sehr guten Ping. Ah, keiner weiß so wirklich, wo wir lang gehen wollen. Aber dann machen wir das ganz typische Raschbi. Ich merke gerade, keiner hat den Fernseher kaputt gemacht. Die Decoy verkackt. Schön. War gerade gut gedrückt. Ist die Frage, wo der letzte jetzt ist? Apps? Sehr schön. Schön immer versuchen, auf Kopfhöhe zu sein. Den haben wir jetzt zwar nur 10 Damage gegeben, aber selbst wenn er noch ein bisschen gehittet wäre, hätten wir ihn auch getötet. Die anderen alle recht gut gehittet. Bin ich gerade am überlegen, ob ich mich mit einer AK belohne, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei der Pro 90. Dann gucken wir mal, ob wir auf A was reißen können. Schon Smoke geworfen. Sehr schön. Sehr schön. Jungle. Den haben wir gesehen. Hat das Licht für uns gut gespielt. Und natürlich auch, weil er am Rand der Smoke ist. Denn sofern ihr das nicht wisst, wenn ihr... Oder die Smoke könnt ihr euch wie so eine Kugel vorstellen. Wenn ihr dann natürlich hier steht, dann sieht man unten die Füße und oben den Kopf zuerst. Wenn jetzt jemand zuguckt, sieht das bestimmt ganz schön dämlich aus. Aber um es vielleicht ganz einfach zu machen, wenn jemand durch die Smoke geht, seht ihr den als Außen stehen... seht ihr den als Außenstehender immer zuerst. Warum ist das immer ein bisschen gefährlich, wenn man durch eine Smoke durchpusht? Soll man eigentlich nur machen, wo man... Oder wenn gerade vielleicht eine Flash vor da ist. Ist der da oben? Oder ist der da unten? Es ist natürlich ärgerlich, dass wir da gerade so hart kassiert haben. Ich habe leider viel zu lang für den da Richtung Stairs gebraucht. Der hätte natürlich viel früher da fallen müssen. Wir können blau einmal legen. Und dann... Ja, wir können uns selber eine kaufen. Können sonst einmal gucken, ob wir Mitte gehen. Können uns auch alternativ für B entscheiden, was unser Team gerade auch macht. Frage, ob wir hier gleich wen sehen. Ich habe natürlich gerade gepanickt. Wir haben zumindest einen Hit mitgegeben. Wir sollten aber langsam auch Richtung B mitlaufen. Wir können uns einmal kurz am Spawn gucken, ob wir gerade umlaufen werden. Die zwei sind Mitte. Short wird auf jeden Fall was sein.
Nein, oh, wenn ich dem Headshot gebe, dann kann ich durch die Smoke da schießen. Aber maybe hat er kein Kit? Schade, der hatte ein Kit. Also wenn ich mich da besser anstelle, kann ich die Runde da holen für uns. Schade. Sind leider auch sehr, sehr spät erst mit rüber rotiert. Wenn wir da nicht noch einmal am Spawn gucken, sondern direkt rüber gehen. Aber naja, ist wie es ist, ne? Hätte natürlich auch den Mittelspieler einfach vor mal umbringen können. Was sind da jetzt noch für wilde Nades gemacht? Jetzt in Mitte go. Sehr schön, das war. Der war zwar nicht gut da in der Mitte. Sehr schön. Connector? Oder? Da nicht gerade noch eine M4 geschossen? Schön. Gehen wir. Okay. Wir wären auf jeden Fall jetzt nach A gegangen. Wir natürlich nicht die Info hatten. Oder weil wir die Info hatten, dass er auf B ist. Oh, was ist denn gerade los mit meinem Sprachskill? Wie gesagt, wären wir nach A gegangen, hätten da geplantet, hätten den Plan safe durchbekommen. Sehr schön. In der Mitte wieder einen Kill bekommen. War nicht schön, aber selten. Sehr schön. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner CT, weil ich habe keine Munition in der AK. Hat er jetzt automatisch zur Glock gewechselt, weil ich keine Munition mehr hatte? Würde mich jetzt gerade mal echt interessieren. Oder... Ich weiß schon wieder nicht, welche Waffe ich vorher ausgerüstet hatte. Aber egal, Plan hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe den leider da echt gerade auf... Ist das Default? Hat den leider auf jeden Fall viel zu spät erst gesehen. Darum, ich hatte auch mehr Glück als Verstand, dass ich den Kill überhaupt dann mitnehmen darf. Gehen wir das mal. Ja, das war auch nicht clean. Aber die Flash hat auf jeden Fall gehittet. Sehr schön. CT Orb. Connector. Oh, wer? Jungle ist hier. Orb. Nein, oh, ich wollte gerade wieder zurückgehen. Man muss ja jetzt eigentlich nur chillen. Das Umlaufen ist echt smart von ihm. Den Jump könnte der CT gehört haben. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das war tatsächlich ein echt smarter Move von ihm. Das muss man ihm einfach mal lassen. Well played. Okay. Kommen wir uns mal zwei Flashes dann für B. Vielleicht so auch nochmal die Nades. Leider absolut keine Ahnung, wie ich großartig Nades Richtung B werfen soll. Well. Jesus. Oh! Ups.
Gerade läuft es. Short. Sehr schön. Schade. Ich hoffe, dass ich mir den noch einverleiben kann. Das Gute ist, sie haben schon wieder richtig hart reingekauft und ich sehe gerade, ich bin ja hier richtig on fire. So, wir kaufen wieder hier Nades. Machen wieder die Flash über die Bande, um da die Leute off guard zu catchen. Na, schon on spot. Einfach alle Ramp gegangen oder was? Okay. Wild. War mir nicht sicher, ob ich die Steps gerade vielleicht noch da Richtung Underwood höre. Ich merke schon, das wird hier jetzt immer A, B, A, B, A, B. Unser Jovi, der ist auch echt gut mit der Arbeit dabei. Hab's gejinxt. Ich war mit der Maus so ein bisschen weit weg von meiner Standardposition. Aber sehr schön. Sehr schön. Alle weg da. Und ist doch noch einer. Beide. Oh no. Nice try though. Boah, das war jetzt echt close da, dass er den noch bekommt. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Dass sie, die waren auf jeden Fall sehr schnell da mit B. No one talking, now we fight. Es hat alles ein bisschen um, nachdem unser Mate da gestorben ist. Two CT and one probably Abs, Palace. Ist die Frage, ob die die Bombe gesehen haben. Ich weiß nicht, ob der da vielleicht Palace reingegangen ist. Also, dass ich den Kill da nicht bekomme, das ist absolut nicht verzeihlich. Hätte auf jeden Fall sterben müssen. K gegen Ave. Sehr schön. Schon mit ihm gespielt. Schön. Dann müsste man noch low sein. Das müsste er sein, der low ist. Yeah. Okay. Da ist der low ist. 94 in 3. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch hart gehittet. Dafür muss ich doch eigentlich einen Assist kriegen. Letzte Runde. Kommen wir noch einmal fleißig rein. Gucken mal, ob wir sonst vielleicht mit Mitte pieken können. Wir haben zumindest einen guten Spawn dafür. Ist anders. Mal, dass wir hier nicht geflankt werden. Einer könnte dann noch sein. Wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen. Haben wir veraimt. Ah Mann, ey, das war sogar richtig schön damit Ansage.
Okay, einer ist... Sehr schön. Wait, beide geht it? Ja, dann war das wahrscheinlich einer, den ich noch da angeschossen habe. Sogar recht gut, ne? Okay, sehr schön. CT. Gucken wir mal, wo die Mates hingehen. Ich bin da ja recht offen. Auch wenn ich eigentlich sehr gerne B spiele. Banana. Banana muss B. Hier steht das B. Aber ich richte mich da ganz nach denen. Da gucke ich mal in der ersten Runde Mitte. All mit. Yander? Oh, under, under, under. Going B, going B. No, no, to base, to base. I'm going to. Okay. Mann kommt. Okay, SN. Schade. Mit Tikon. Under, under, under. Was haben die denn da gerade gemacht? Die sind under gegangen, sind wieder zum Spawn. Was waren die denn jetzt für eine Verwirrungstaktik hier? Jovi. Du könntest gesehen werden zuerst. Sehr schön. Haben aber leider den Bombenträger noch nicht. Aber wir haben zumindest den Personenvorteil gerade. Das gut ist. Wenn er den Jump hinkriegen würde, wäre das natürlich insane. Nein! Oh, wie bitter. Ah, oh, das ist ärgerlich. Die wussten, dass er da ist. Oh, haben verkackt. Das ist schade. Aber warum ist der denn so toxic? Was ist denn bei ihm falsch? Okay, ich habe die Rüstung bekommen. Unser Mate. Ist einer schon CT durch? Okay, ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht, dass er da schon so close um die Ecke steht. Ja, natürlich ein bisschen bitter, dass wir da gerade reingepayt haben. Dafür, dass wir nix und wieder nichts bekommen haben. Und ist das der 10-Sekunden-Timer? Dass der dann so komisch piept? Könnte sein, ne? Kommen wir uns in Negev. Negev goes brrrr. Negev goes brrrr. Hätte sich eine AK snacken können. Oh, ich stand im Weg vom Mate. Ich wusste nicht, dass er da oben hinguckt. Ärgerlich. Bitte diesmal nicht verkacken. Sehr schön. Ich habe dem sogar in der Mitte ein 2 gegeben. Da. Headshot schön zum Finishen. Aber das ist halt die Power der Negev. Das ist einfach Spray.
and Pray. Beziehungsweise braucht man nicht mal Prayen, weil das ist dein Laserstrahl. Die ersten, wie viel waren es? Ich glaube 7 Schuss oder so, die sind nicht ganz so predictable. Aber danach, wie? One or two? Ist schlecht. Ah, Mist. Den hätte ich haben müssen. Also ich hätte ihn schon vorher da killen müssen. Einfach nur, dass unser Mate da nicht stirbt. Ich habe ein bisschen belief, dass er den Kill da noch holt. Ja, man... Ah, von hinten? Nee, wait, was? Nice, well played. Thank you. Also der SN, der spielt auch nicht zum ersten Mal, ne? Oh, wir haben dem einen 91 sogar noch gedrückt. Oh, das hätte aber ruhig ein Kill sein können, ne? So. Komm, eine AUG. Ja, komm, wir kaufen eine AUG. Die AUG. Gucken wir mal, dass wir in Mitte gehen. Hätte ich mir auch eine Aber kaufen können. Also ist auch fein. Hä? Okay. 90 hört sich ja auch böse an, so auf Entfernung, ne? Mal lieber CT. Auch wenn da, glaube ich, gerade die Smoke gelandet ist. Ist sie nicht. Könnte natürlich jetzt hier Richtung... Ah ne, wait, der war Palace, ne? War die Bombe da noch? Die von hier nicht sehen. Hä? Hä? Ich steh auf hier. Hä? Ist hier... Muss der in ihm irgendwie drin sein, oder? Oder... Hä? Habe ich mich da gerade komplett verguckt? Egal. Wir nehmen das einfach mal hin. Sehr, sehr schön. Machen wir mal lieber Short nach Mitte. Gerade ein Köpfchen zu sehen. Mist. Er hat das wahrscheinlich durchgegeben. Mensch. Mit. Abs. Schade. Also ich hatte ein paar Chancen, da wen zu töten. So ist nicht. Aber gegen den Yontu, das holen die doch. Ey, Jofi. Letzter Fest auf A. Okay, er wechselt sogar nochmal auf die AK. Disrespect mit der eigenen Waffe töten. Aber der muss hinten doch wieder in den Ninja. Joey. Sehr schön. Das war doch ein geiler Finish. Sehr, sehr geil. Der Quad-Killer. Habe ich gar nicht mal so wirklich realisiert. Aber egal. Sehr schön. Da ist eine Menge Hass im Gegner-Team. Aber egal. Wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. Und in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.